Es geht weiter. Mit Outlast! Ich freue mich ja schon unglaublich stark darauf. Das ist unbeschreiblich. Wir sind wieder da, wo wir auch in der letzten Folge angefangen haben. Allerdings mit Fortschritt. Denn, ja, da ist das Bösartige. Allerdings haben wir bereits eine Pumpe angemacht. Und heute wird es Zeit, die zweite Pumpe anzumachen. Hoffe ich. Ich habe noch zwei Batterien, das beruhigt mich tatsächlich. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Sag bloß, der Fortschritt wurde nicht gespeichert. Nein! Nein! Ist die Tür offen? Nein. Oder? Ja, sie ist nicht offen. Dann dürfen wir das Ganze nochmal neu erleben. Super klasse ist das. Ja, genau, die Gaspumpen. Okay. Ich weiß immerhin schon etwas mehr und da es mit der anderen Tür nicht so gut geklappt hat, nehmen wir heute einfach mal die linke Tür. Jetzt ist er auf einmal da drin, dann sterbe ich. Aber ich wage es einfach mal zu bezweifeln. Und ich scheine mit meiner richtig zu liegen. Aber hier ist kein Spind, ne? Hier ist kein fucking Spind. Okay. Dann habe ich eine Idee. Eine andere Idee. Ich nehme den Hebel. Ich mache das hier auf. Ich verpiss mich hier hin. Dann kriege ich hier den Spinn. Mein Herz gerade. Ich bin am Chillen, Leute. Ich brauche ja gar nicht so eine Angst vor ihm zu haben. Eigentlich kann ich... Das habe ich ja gestern schon bemerkt. Eigentlich kann ich ja ganz gut vor ihm weglaufen, ja? Dann machen wir auf. Und hier sollte noch eine Batterie sein. Nein? Warum ist da keine Batterie? Starten. In den Spind. Versteck dich. Falsche Taste. Jetzt sind schon mal beide Pumpen an. Damit haben wir mehr erreicht als in letzter Folge. Und das innerhalb von weniger als 5 Minuten. Problem? Wir müssen irgendwie noch den Generator einschalten. Die Frage ist jetzt, wo ist er hin? Sind wir raus? Ich höre ihn laufen. Da ist er. Okay, ich komme raus. Da ist er. Hat mich noch nicht gesehen. Okay. Wo ist er? Da ist er. Da ist er? Nein. Da ist er! Da ist er, da ist er. Okay, chill. Da ist er. Okay. Zu früh. Okay. Warten. Da ist er. Ich frage mich ja, wie das ist, wenn ich sterf. Also, ob ich wirklich richtig sterfen kann. Oh Gott! Er hat gerade genau den Spind neben mir aufgemacht. Okay, ich habe eine Idee. Erwähne ich bereits, dass ich eine Idee habe. Ich glaube nicht, deshalb nochmal, ich habe eine Idee. Da ist er. Der ist da reingelaufen. Okay, das nutze ich, Was? Ich habe doch beide Pumpen eingeschaltet. Ich habe die doch ganz sicher beide eingeschaltet. Da kannst du mir nichts erzählen. Oh fuck. Da ist er. Ach fuck. Oh jawoll. Jawoll. Natürlich. Ich sehe nichts. Ja moin. Hab was auf Bock am Start, meine Freunde. Also warte mal was anderes. Ich gehe hier zurück. Ich habe doch beide Pumpen eingeschaltet. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe jetzt keinen Bock, dass er mich nochmal hier erschreckt. Wo ist er? Keine Ahnung. Wenn er jetzt hier drin ist, sterbe ich. Okay, fuck. Hier, du siehst es, er ist an. Wie du siehst, es ist Obst im Haus. Oh, eine Batterie. Bitte finde mich nicht.
Oh fuck. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Okay, das war, glaube ich, unnötig. Ich glaube, das hätte ich eleganter lösen können. Aber ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, ich habe beide Pumpen eingeschaltet. Also, was ist hier der Fehler? Was ist das Problem, Mann? Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Oh. Okay, ja, ja. Wahrscheinlich durch diesen Gang. Wahrscheinlich muss ich durch diesen einen Gang. Das sollte nicht allzu schwer werden. Ich komme da einfach mal rein. Ah! Ja, das sollte nicht schwer werden. Ja, René. Ja, das sollte nicht schwer werden. Natürlich. Das sollte nicht schwer werden. Ja, ja. Kein Problem. Easy cheesy. Dann kommt dann einfach raus. Das sollte nicht schwer werden. Hm, ja. First try, ne? René, mach's easy. First try, ja. Ah, Batterie. Gut, dass ich's noch bemerkt habe. Okay. Ist wieder ganz easy, ne? Okay, er kommt. Kein Problem, chill dann live. Wir sind Spins. Und er kommt mich nicht holen. Da ist er. Na? Meets, meets. Immer diese Leute, die Tür nicht zumachen, schlimm, ne? Ah, ich höre, dass er im Wasser ist. Das kann ich von hier aus hören. Ah! Ja, moin, er ist im Wasser wahrscheinlich. Ich will hier gar nicht weitergehen. Nicht, dass hier noch mehr Mist sind. Ah ne, warte, den Raum kenne ich ja schon ein Stück weit. Schauen, was hier so geht. Ah, genau, die Gedärme, aber keine Batterie. Angenehm, das ist eine Ecke. Hallo. Hallo. Wie gehe ich jetzt lang? Hui. Glaube ich, werde mich zu Tode erschrecken, wenn hier irgend noch was ist. Wo bin ich denn überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich werde bald sterben an irgendwas Bösem. Also an irgendwas miesem, horrormäßigem. So zum Beispiel, wenn ich die Tür hier aufmache. Wenn ich die Tür aufmache, sterbe ich. Oh, die kann ich nicht aufmachen. Juhu. Okay, das heißt, wir müssen in den anderen. Oh fuck, die Batterie. Oh fuck, die Batterie. Ich sehe nichts. Ohne der Batterie. Was soll ich denn machen? Das ist jetzt alles, was ich sehe. Also ich sehe noch weniger als ihr wahrscheinlich. Das ist jetzt richtig, richtig hart belastend. Okay. Ich kann halt wirklich nur die Wand sehen. Ich fühle mich wie ein Maulwurf. Wenn jetzt irgendwas kommt, ich sterbe. Ich sterbe einfach. Wenn ich irgendwie flüchten muss, das kriege ich nicht hin. Das geht nicht. Meine Tür. Und der Ende, das Ende des Ganges. Ja, hier wird jetzt irgendwas Böses sein, ne? Ich höre aber. Oder war das ich? Okay. Ich sehe eine Batterie. Ich gehe mal direkt drauf zu. Und jetzt sehe ich so irgendwas Böses. Okay. Okay, wir machen zu, wir machen zu, wir machen zu. So. Okay. Ein Hebel. Da ist er. Und Spins zum Verstecken und eine Batterie. Sehr gut. Ich will mich gar nicht so lange hier aufhalten und alles begutachten. Sage ich, während ich mich hier aufhalte und alles begutachte. Denn die Batterien, ja? Hebel. Ich sag, linker Spind. Tschüss. Das klingt böse. Das klingt richtig, richtig böse. Keine Miezekatze, ne? Hier war keine Miezekatze, meinst du? Es ist schon ein bisschen unlogisch, dass er nicht einfach die Hebel einfach wieder umlegt. Aber naja. Also, komm. Wir machen in der Zeit aber was anderes. Wir machen einfach was viel Schöneres wieder. Wir kennen das ja schon von letztem Part. Ja, zum Beispiel Colin Riediger. Der will gegrüßt werden. Würde auch. Hi. Frage ist, wo ist der Typ? Jetzt würde ich normalerweise ja wieder hochgehen wollen. Warte mal, steht hier was? Shuttle-Generator im Keller neu. Habe ich hier getan. Ich habe ihn nicht bemerkt. Er mich schon. Weiß nicht, kann ich das jetzt aufmachen? Fuck, 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 fuck.
Na, 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 ich lauf raus. Tschüss, du Mist. Kann ich das hier machen? Nicht jetzt besser. Unser Ziel wurde anscheinend noch nicht erreicht, obwohl wir zwei Pumpen eingeschaltet haben, einen scheiß Hebel dort hinten an dem Blitz stand. Jetzt würde ich eventuell nachschauen, ob wir vielleicht bei diesem Kontrollding da in der Mitte was machen können. Das sind tatsächlich überraschend hochentwickelte Blätter hier. Die wurden auch hier in dieser Anstalt gefunden, entwickelt. Genauso wie zum Beispiel die unsichtbaren Blumentöpfe mit Tarnfunktion, ja. Beeindruckend ist, was hier auch wissenschaftlich geleistet wird. Auch schwebendes Holz, ja, es ist atemberaubend. Hallo. Na, na, na. Da, los. Tschüss, du Hund. Tschüss. Tschüss. Ah, häng dich. Ich hing grad fest. So, yes. Erleuchtet, Errungenschaft. Ah, fuck, hier muss ich lang. Puh. Du elende Mizzet. Da bist du, ja? Haha. Ah, da läufst du umsonst zurück, du Mizzet. Da komme ich nie wieder hin. Yes, Mann. Haha. Yes. Endlich weg von hier. Was waren das für Geräusche? Da ist wieder der gruselige Ventilator. Ich habe gehört tatsächlich, ich war nicht der Einzige, der sich vor diesem Ventilator erschreckt hat. Ebenfalls, eine Zuschauerin. War das Blut schon vorher hier? Bestimmt. Was geht, Leute? Was ist das? Diese Anstalt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Die heilen Rollstuhlfahrer. Das ist atemberaubend. Schau dir das an. Der nackte Wahnsinn. Denn man kann wieder stehen. Was heutzutage schon möglich ist. Ja, ja. Okay, ins Kontrollterminal soll ich zurück, hieß es. Okay. Dann wandern wir mal ganz entspannt zurück. An diesen wunderbaren Ort. Dem Sicherheitsterminal. Ja. Dann machen wir nochmal. Haupteingang. Ach, jawohl. Natürlich. Ja, klar. Hab ich mal gegönnt, ne? Das ist. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Ich dachte, das Spiel wäre zu Ende. Aber nein. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Was ist das? The only way out of this place is the truth. Accept the soll gospel. Das so? Was war das? Was war das denn? Hä? Okay. Dieses Spiel, irgendwie finde ich es gerade ein bisschen albern. Oh, da die Frage, ich finde es so unglaublich gut, dass ich es gerade albern finde. Ah, ich habe jetzt wirklich Spaß an dem Spiel. Schau, ich lache. Das ist unglaublich. Ich habe Spaß. Ha. Sag bloß, das ist ein Kreuz an der Wand. Der nackte Wahnsinn. Und wie es hier weitergeht, mit diesen wunderschönen Kreuzen an der Wand, das erfahren wir in der nächsten Folge von Outlast. Oh, Camcorder haben wir auch noch. Hoffentlich noch unsere Aufnahmen. Naja, wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss!